Jo, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Wie jede Woche am Sonntag gibt es immer wieder die wöchentlichen Challenge von der nächsten Woche. Heute ist mal die 10. Woche dran, also die letzte Woche von der Season 4, Leute. Und ja, zuvor möchte ich aber nochmal sagen, dass die Challenge, die ich jetzt nochmal im Video erwähnen werde, sich am Veröffentlichungstag, also am Donnerstag, ändern könnten, da es immer wieder Probleme gibt und auf immer auf die Situation ankommt, da Epic Games dann manchmal sagt, ja, wir ändern die Challenge. Und ja, sonst, wenn euch das Video gefällt, lasst uns jetzt schon mal ein Like, eine positive Wertung und ein Abo da. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Wir haben jede Woche wieder 7 Challenges am Start, und zwar haben wir 4 leichte und 3 Anführungszeichen schwere Challenges. Und ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir gleich mit der ersten, und zwar haben wir hier Suche Kisten in Chunk Junction, beziehungsweise Suche 7 Kisten in Chunk Junction. Leute, das wird wieder so eine richtig harte AIDS-Aufgabe, und die wird wirklich noch schlimmer, Leute, als in Risky Wheels, weil Risky Wheels, müsst ihr euch vorstellen, da waren wenigstens noch viele Kisten. Da war noch der Ort größer. Aber Chunk Junction, Leute, bringt mich um. Leute, das könnt ihr gerne eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr, sehr interessieren, weil das ist wirklich noch eine Stufe mehr zu Risky Wheels, Leute. Wenn ihr trotz allem die 7 Kisten geschafft habt, dann bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Da kommen wir zur zweiten Challenge, und zwar müssen wir hier verursache Schaden an gegnerischen Gebäuden. Und zwar müssen wir 5000 Schaden an gegnerische Gebäude verursachen. Dazu zählen natürlich die gegnerischen Wände, Treppen, also alles, was Gegner bauen, müsst ihr abschießen, und dadurch verursacht ihr Schaden. Und ihr müsst eben 5000 Schaden an gegnerischen Gebäuden verursachen, um diese Challenge ja zu schaffen. Und ja, wenn ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Und ja, da kommen wir zur dritten Aufgabe, und zwar müssen wir hier 3-mal eine Kiste, eine Munitionsbox und einen Loot Drop in einem einzelnen Match suchen, bzw. öffnen. Was ich damit meine, ihr müsst eine Kiste, eine Munitionsbox und einen Loot Drop in einem einzelnen Match öffnen, und das 3-mal, also in 3 verschiedenen Matches. Es gab schon mal so eine ähnliche Aufgabe, wo man auch Loot Drops öffnen musste. Das musste man, glaube ich, auch nur 1-mal machen. Oder 2-mal, glaube ich, sowas um den Dreh. Jetzt muss man aber eine Munitionbox, eine Kiste und eine Loot in einem einzelnen Match machen. Also nicht in mehreren verteilt, sondern in einem Match. Und das 3-mal, also in 3 verschiedenen Runden. Und ja, wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann kommen wir noch zur letzten einfachen Aufgabe. Und zwar müssen wir Fliege durch schwebende Ringe, beziehungsweise Fliege durch 20 schwebende Ringe. Das gab es auch schon in Season 3, also so eine Aufgabe gab es schon in Season 3. Und zwar werden dann am Donnerstag so welche Ringe im Himmel erscheinen. Viele kennen diese Aufgabe schon, und ihr müsst einfach mit durchfliegen, wenn ihr vom Bus springt. Und ja, ihr müsst durch 20 Ringe springen. Ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Dafür bräuchte ich vielleicht 10 Matches, wenn ihr 2 schafft, und vielleicht ein bisschen mehr manchmal. Und ja, wenn ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Da kommen wir nochmal zu den letzten 3 schweren Herausforderungen. Und zwar müssen wir bei der ersten Suche zwischen Filmtitel. Das ist auch so eine Aufgabe, wo ich mir denken könnte, dass diese nochmal anders rübergebracht wird, als ich es jetzt übersetzt habe. Und ja, trotz allem, wenn ihr die Challenge geschafft habt, wie sie auch am Donnerstag herauskommt, bis sie hier geändert wird, dann bringt euch das 10 Sterne bzw. 1000 XP. Da kommen wir nochmal zur zweiten schweren Challenge, und zwar müssen wir eliminieren 10 Gegner. Das ist eine relativ einfache Challenge. Damals gab es immer so 3-4 Gegner eliminieren, jetzt sind es 10 Gegner, also auf jeden Fall eine Steigerung zu den letzten Aufgaben. Trotz alledem, 10 Gegner sind jetzt auch nicht so schwer, und ja, wenn ihr es geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP. Dann kommen wir nochmal zur letzten Aufgabe der Woche 10, also der letzten Woche in der Season 4. Und zwar müssen wir hier 3 Gegner in Battlefields eliminieren. Ist auch nicht so eine schwere Challenge, da Battlefields auch wirklich ein relativ okayer Ort ist. Ist nicht so schlimm, der Ort. Man findet Loot drin, und es gehen auch meistens Gegner hin. Deshalb würde ich mal sagen, wird das in Battlefields nicht so schwer werden. Und ja, wenn ihr diese Challenge geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall wieder mit der letzten Woche von der Season 4, Leute. Könnt ihr mal gerne eure Meinung zu diesen Herausforderungen von dieser Woche in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ihr könnt auch mal gerne eure Meinung zu der ersten, also Suche in Chunk Junction Aufgabe schreiben. Wird wieder ein bisschen AIDS werden, das kann ich euch jetzt schon sagen. Sonst würde ich mich auf jeden Fall über ein Like, eine positive Wertung und ein Abo freuen, Leute. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Haut rein! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice.